Hey Leute, willkommen bei Pandido und unserer Playmobil-Polizeigeschichte Johnnys Rache. Mal sehen, was passiert. Wir beginnen die Gerichtsverhandlung im Falle Karlchen Knack. Die Anklage lautet, Herr Karlchen Knack hat sich schuldig gemacht, den Polizisten Toni Räuberschreck bedroht und gefährdet zu haben. Sein Komplize Johnny wurde bereits verurteilt und sitzt in Haft. Aber so war das nicht. Ruhe im Gerichtssaal, ich dulde keine Zwischenrufe. Was hat die Verteidigung dazu zu sagen? Herr Karlchen Knack ist in diesem Punkt unschuldig. Laut der Zeugenaussage von Toni Räuberschreck hat es sich wie folgt abgespielt. Herr Karlchen Knack hat Toni Räuberschreck sogar gerettet, als Johnny diesen bedrohte. Aha, wenn das so ist, wird Herr Karlchen Knack von allen Anklagepunkten freigesprochen. Seine bisherige Haftzeit wird ihm angerechnet, so dann sind Sie jetzt ein freier Mann, Herr Knack. Yeah, prima! Danke, Frau Verteidigerin! Mach's gut, Toni! So dann sind Sie jetzt ein freier Mann, Herr Knack. Yeah, prima! Danke, Frau Verteidigerin! Aha, Karlchen Knack wurde also freigesprochen. Na, wer hätte das gedacht? Was? Karlchen wurde freigesprochen? Das ist doch ein Witz. Na gut, jetzt habe ich schon zwei Gründe, mich zu rächen. Na warte. Oh, jetzt. Haha, so ein kleines Gitter hält mich doch nicht auf. Gut, auf zu Teil 1 meines Plans. Hallo, ja, eine schwarze Wollmütze bitte. Kein Problem, Sekunde bitte. So, da wäre sie. Vielen Dank. Perfekt, genauso eine wie Karlchen immer trägt. Auf geht's zu Teil 2 meines Plans. Erstmal brauche ich jetzt ein bisschen Kohle. Ich breche hier ein, genauso wie Karlchen es einst gemacht hat. Und hepp, und hepp, und hepp, und hepp, und hepp. Und hepp! Hui! So, wo ist jetzt die Kohle? Okay. Ah, da! Und nun zum wichtigsten Teil. Die Mütze bleibt hier. So, und jetzt nichts wie weg hier. Geschafft! Der Rest wird sich von allein entwickeln. Ich mach mich erstmal dünner. Hui, da bin ich aber nochmal mit dem Schrecken davon gekommen. Ich bin ein freier Mann. Ich habe jetzt aber wirklich keine Lust mehr auf Knast. Ich gehe es jetzt ruhig an und halte meine Finger raus aus Kriminellen. Oh Gott, oh nein, was ist passiert? Ich habe da nur für 2 Sekunden weggeschaut. Oh Gott, ich muss einen Krankenwagen rufen. Hey Leute, willkommen bei Pandido und dem zweiten Teil unserer Playmobil-Polizeigeschichte Johnnys Rache. Mal sehen, wie es weitergeht. Keine Sorge, wir fahren Sie direkt ins Krankenhaus. Aushalten, aushalten! Playmo Krankenhaus, hallo? Hier spricht Einsatzwagen Nummer 16. Wir nähern uns, haben einen Verletzten nach Autounfall an Bord. Alles klar, wir sind bereit. Okay, los, den Verletzten rausfahren. Schon unterwegs! Vorsichtig! Name des Verletzten? Karlchen Knack. Er hatte einen Autounfall und ist während der Fahrt bewusstlos geworden. Zustand kritisch. In Ordnung, sofort in die Notaufnahme. Alles klar, Doc, bin schon unterwegs. Ach, es ist so ruhig hier ohne Karlchen. Was er wohl gerade mit seiner neu gewonnenen Freiheit anstellt? Oh, Telefon! Hier spricht Hauptkommissar Toni Räuberschreck. Was gibt's? Guten Tag, Herr Räuberschreck. Hier wurde eine Bank ausgeraubt. Der Täter hat sich in den Tresorraum gebuddelt. Genau wie Karlchen damals. Aber jetzt kommt der Hammer. Wir haben Karlchens Mütze im Tresorraum gefunden. Das glaube ich nicht. Karlchen hat sich gebessert und war so froh, wieder auf freiem Fuß zu sein. Mag sein, Herr Räuberschreck, aber die Indizien kann man nicht ignorieren.
Wir müssen eine Fahndung nach Karlchen rausgeben. Schnell, schnell, schnell! Und hepp! Gute Arbeit, danke. Du kannst jetzt gehen. Alles klar, Doktor. Bis später. Viel Erfolg. So, na, wollen wir mal gucken. Herr Knack! Herr Knack! Schwester! Bin schon da, bin schon da! Schnell! Tropf anschließen, Defibrillator klar machen. Hört, gemacht! Defibrillator laden in 3, 2, 1. Was? Wie? Ich war's nicht, Toni! Ich leite jetzt die Narkose ein. Schwester, ich leide starke Schmerzen. Herr Knack, Sie haben mich jetzt schon 5-mal in einer Nacht gerufen. Nun seien Sie nicht so ein Waschlappen. Sie kriegen jetzt noch eine Spritze und dann wird geschlafen. Und hepp. Au. So, gute Nacht. Ja, ja, danke. Guten Morgen, Herr Knack. Wie geht es Ihnen denn? Es ging mir schon besser. Was ist passiert? Sie wurden angefahren und haben ein gebrochenes Bein. Sie müssen noch ein paar Tage hierbleiben. Na toll. Jetzt bin ich zwar ein freier Mann, aber werde trotzdem festgehalten. Blöde Freiheit. Hey Leute, willkommen bei Pandido und dem dritten Teil unserer Playmobil-Polizeigeschichte Johnnys Rache. Mal sehen, wie es weitergeht. Oh, mein Bein geht schon viel besser. Die Medizin scheint zu wirken. Toll, dann werde ich mal die Chance nutzen und ein bisschen rumlaufen. Oh, oh, aua. So, mal gucken, was hier abgeht. Schwester, Kammer flimmern, schnell! Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten! Verstanden! Und hepp, 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 hepp! Da tut sich nichts, Frau Doktor! Wir brauchen den Defibrillator! Zurücktreten und... Aha, so muss das bei mir auch ausgesehen haben. Interessant. Hier ist das Playmo-Krankenhaus. Was gibt's? Aha, aha. Aha, die Empfangsdame. Interessant, interessant. Na gut, dann will ich mal weiter. Gute Ärzte, die besten Ärzte. Ja, ja, ja. Okay, ich bin gespannt, was es oben noch so gibt. Oh, 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 blödes Bein. Au. Oh, ein Fahrstuhl. Perfekt. Einmal aufwärts, bitte. Nun fahr schon los, blödes Ding. Wow. Wow, okay. Hier oben ist die Kinderstation. Aha. Oh, eine Waage. Haha, ich habe mich ewig nicht gewogen. Oh, blöde Waage. Ich bin fett geworden. Wer plärrt denn da so? Was ist denn los hier? Hey, hey du! Was plärrst du denn so, hä? Was hast du denn? Ja, komm mal her! Onkel Karlchen kümmert sich um dich! Gucci Gucci Gu! Hey, aua! Was soll das? Na warte! Wenn du erwachsen bist, dann raube ich deinen Safe aus! So, es läuft alles wie am Schnürchen hier. Jetzt brauche ich nur noch ein Fluchtfahrzeug. Hey du! Stopp! Das ist jetzt meins. Au, ei, sag mal. Hast du eine Macke oder was? Nein, aber eine Knarre. Verzieh dich. Perfekt. Auf zum Strand. So, Kollegen. Wir haben es hier mit einem schweren Bankraub zu tun. Wir haben die Mütze des berüchtigten Verbrechers Karlchen Knack am Tatort gefunden. Da Karlchen eben erst freigesprochen wurde, ist sein Bankraub noch besorgniserregender. Er hat anscheinend keinerlei Skrupel. Ich sage es Ihnen, geschätzte Kollegen, Karlchen war es nicht. Er hat sich so sehr gefreut, wieder auf freiem Fuß zu sein. Das würde er nicht aufs Spiel setzen. Wir machen ja einen Fehler.
Wir nehmen Ihre Bedenken zur Kenntnis, Herr Räuberschreck. Aber die Indizien sprechen ganz klar gegen Karlchen. Daher werden wir nun eine Großsuche einläuten. Alle Mann vorbereiten und fertig machen. Verstanden, Sir. Keine Spur hier von Karlchen Knack. Ich werde es nochmal an einem anderen Ort probieren. Ach, Betty, ist das romantisch. Ja. Hallo? Entschuldigung, bitte. Wie? Oh, die Polizei. Was gibt's denn? Haben Sie zufällig diesen Mann hier gesehen? Sekunde, das will ich mir mal genauer anschauen. Also, aha, 3-Tage-Bart, Totenkopf-T-Shirt. Ah, nee, den habe ich noch nie gesehen. Okay, danke trotzdem. Okay, Männer, wir werden jetzt diesen Wald hier durchsuchen. Alle ausschwärmen und Augen offen halten. Hier ist nichts. Hier drüben vielleicht? Mensch, er muss doch irgendwo sein. Ich sag Ihnen, Sir, das ist Zeitverschwendung. Karlchen war es nicht. Aber na gut. Oh, wow, Telefon. Hier spricht Toni Räuberschreck. Was gibt's? Guten Tag, Herr Räuberschreck. Hier spricht Dr. Heilsam. Karlchen Knack liegt seit einigen Tagen hier bei uns im Krankenhaus und wir konnten keinen seiner Familienangehörigen erreichen. Und Sie, Herr Räuberschreck, stehen als Notfallkontakt in Karlchens Akte. Wären Sie so freundlich und würden Karlchen abholen? Na, das ist ja ein dickes Ding. Karlchen ist also unschuldig. Danke, Herr Dr. Heilsam. Sir, ich habe Neuigkeiten von Karlchen. Na, was gibt's denn, Herr Räuberschreck? Ich habe soeben einen Anruf erhalten. Karlchen liegt schon seit einigen Tagen im Krankenhaus. Er ist also unschuldig. Haben Sie überhaupt die Überwachungskameras gecheckt? Ah ja, es war also Johnny. Jetzt wird mir alles klar. Er wollte Karlchen eins auswischen, weil er dank Karlchen im Knast gelandet ist. Briefsendung für Herrn Räuberschreck. Hier, das bin ich. Aha, das ist eine Karte von Johnny? Und hier steht noch was. Diesmal habe ich gewonnen, Räuberschreck. Und wir sind noch nicht fertig. Du bist der Nächste. Johnny hat uns alle zum Narren gehalten. Während wir hier Karlchen jagen, ist er schon längst über alle Berge und macht sich ein schönes Leben. Na warte, ich fahre jetzt erstmal zu Karlchen ins Krankenhaus. Hallo, ich bin Toni Räuberschreck. Krankenbesuch für Karlchen Knack. Sekunde, Herr Knack, Herr Knack. Ah ja, schauen Sie doch mal auf die Kinderstation. Er hält sich gerne dort auf. Okay, danke. So, hier oben soll er also irgendwo sein, hm? Aber ich sehe nur einen Clown. Hier kommt noch einer, Kinder. Was ist schwarz, steht auf einer Wiese und dreht sich immer im Kreis. Ein Maulwurf beim Hammerwerfen. Ja! Der Karlchen. Na, der brat mir noch einen Storch.